geht los. Also, ja, falls ihr natürlich jetzt nicht wisst, wo wir jetzt genau sind und warum wir hier sind, Folge 7, da geht es lang. Ansonsten schaut ihr euch das einfach mal an. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr so, wo ich hier lang gehen muss. Ich mache hier ganz intuitiv, gehe ich hier irgendwas lang. Aber ihr seht, es ist manchmal auch Schwachsinn. Ich will hier einfach mal auf dem gelben Rohr, aber irgendwie will der hoch. So, hier hinter. Ja, jetzt geht's. Hier ist auch so eine Stange. Ja, also ich versuche hier wirklich die ganze Zeit nur mit nur nach vorne zu laufen und zu hoffen, dass er irgendwas ausführt. Wow. Ehrlich schon. Leck mich. Ah, schaut euch das mal an. Ja, der Hintergrund sieht ein bisschen komisch aus, aber ja, das ist natürlich ganz schön hoch. Nichts für die Leute, die ein bisschen ein bisschen schlecht wird. Hier kann man auch sogar ein bisschen Autos sehen, also in Anführungsstriche. Natürlich sind das keine richtigen Autos. Hier müssen wir lang. Und danach links. Also das würde ich nie im echten Leben machen, um Gottes Willen. Da würde ich ja 1000 Tode sterben. So. Einer nach, ein Fuß nach anderen. Gott, wenn man hier einmal abrutscht, ne, dann fällt man tief. Da hat man nochmal so einen richtigen Kick, bevor dann vorbei ist. Alles vorbei ist. Uiuiuiui. Die Balken bewegen sich ja natürlich. So, versuchen schnell von einem Punkt zum anderen zu kommen, ohne dass wir jetzt so auf diesen kranken Scheiß achten. Aber das ist wirklich alles sehr intuitiv. Ich glaube, hier kann man sich kaum verhängen und verlaufen. Jetzt gibt es keine Security mehr. Oder nicht ganz so positiv. Ein falscher Schritt und du bist effektiv frei. Klappe, Sean. Aha. Was auch immer. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich lang gehe. Das ist wirklich alles nur, weil ich mir das so vorstelle, dass es hier lang geht. Das ist die Vorstellungskraft. Uiuiui, es geht hier immer noch höher. Gleich hast du's, Desmond. Da oben auf dem beleuchteten Kran solltest du hoch genug sein für den Sprung. Solltest? Das klappt schon, keine Angst. Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Sean! Ein Witz! Das war ein Witz! Oder nicht? Also, es ist schon echt witzig gemacht hier. Jetzt mal nach links, weil hier ist ja irgendwas. Man hört ja auch die Sirene im Hintergrund. Ah, das hat auch ein bisschen Atmosphäre, das muss man auch sagen. Spring, wenn du bereit bist, aber öffne den Schirm erst auf mein Signal. Das Timing ist hier sehr wichtig. Triffst du es nicht, verfehlst du das Gebäude. Geil. Also ich hätte so ein... Also ich hätte so ein Megaschiss. Würde ich nie machen. Nie. Los geht's. Jetzt den Schirm auf. Geht, ne? Warten jetzt? Ah, doch. So. Ja, wir steuern einfach jetzt da mal auf diesen Helikopterlandeplatz zu. Das könnte man täglich machen, ne?
Desmond ist ganz gelangweilt, ne? Als ob das eine Luftnummer war. Und da ist das Schmuckstück. Oh. Du traust dich was. Fein, ja. Bricht das Glas von oben ein und so, alle Seiten also gehen kaputt. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das. Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Ah! Trottel. Das war ein Trottel. Ja, es geht wieder zurück, so wie es aussieht. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. So, diesmal werden wir nicht gleich zum Animus wieder zurückkehren. Es war letztens ein Ausversehen. Ich will natürlich ein bisschen rumgucken. Erhalte Nachrichten und Missionen wiederholen, gibt's hier. Ja, wir lesen einfach mal ein paar Nachrichten. Ihr seht, die sind alle von sehr, sehr damals, um das jetzt mal zu sagen. Hier haben wir zum Beispiel den am 30.10.2012. Heyo, hatte etwas Ruhe, während du weg warst. Also dachte ich, ich schau mal, ob ich nicht das Betriebssystem etwas upgraden kann. Eigentlich ist es schon eine ganze Weile fertig, aber der Animus im sicheren Modus lief, wollte ich lieber keine Installation versuchen. Was ich verändert habe, sollte eher wir heißen, weil einige aus den anderen Zellen mitgeholfen haben. Erstens, das Zielsystem wurde modifiziert. Du sollst nun leicht ins Kampfgeschehen und wieder rauskommen. Aha. Zweitens, Verbesserungen beim freien Umherlaufen, du wirst nun seltener zum falschen Zeitpunkt oder in den falschen Richtungen springen. Okay. Drittens, ein einzelner Input für die Interaktion mit der Welt, kein Auswählen zwischen Körperteilen mehr. Du kannst jetzt während der Bewegung töten, das solltest du gleich ausprobieren, du kannst sogar im Laufen aufheben. Wir haben ein Wettersystem implementiert, Regen, Schnee, Wind, alles da. Ja, warum ist denn das Wettersystem dann bei den anderen Teilen nicht mehr? Also, es gibt ja keinen Schnee mehr dann in den nächsten Teilen. Tiere, muss ich da mehr sagen? Schnelleres Schnellreisen. Mach deine Karte auf und du kannst sofort zu jedem freigeschalteten Schnellreisepunkt. Die Karte wurde überholt, sie kann jetzt viele zusätzliche Informationen anzeigen und du hast mehr Kontrolle darüber, was sie zeigt. Das ist noch eine Menge anderes Zeug, aber dein Vater nervt schon. Ich müsse mich wieder an die Arbeit machen, also mache ich hier mal Schluss. Ich melde mich bei dir auf der anderen Seite, sobald du auf Neuerung stößt. Ja, dann kam ja noch eine Mail. Erstmal willkommen zurück, freut mich, dass es dir wieder gut geht. Kann mir kaum vorstellen, wie das für dich war, da drin gefangen zu sein. Wenn du mal darüber reden willst, sag einfach Bescheid. Jedenfalls, du wirst sehen, die Datenbank ist nahezu unverändert geblieben, abgesehen von ein paar kosmetischen Verbesserungen. Wie bisher wirst du informiert, wenn ich einen neuen Eintrag hinzugefügt habe. Ich sage dir auch Bescheid, wenn Einträge überarbeitet wurden. So ist das eben manchmal, wenn man es mit deinen verschwörerischen Vorfahren zu tun hat. Ja, und das alles am gleichen Tag hier, ne? Also, wow, sind ja fast wie Spam-Mails. Dann am 30.10.12 immer noch 17.22 Uhr. Ich weiß, man lässt sich leicht ablenken, wenn man im Animus ist. Also hier, das ist jetzt von William Miles. Aber ich hoffe, wir konzentrieren uns hier alle. Wir sollten so schnell wie möglich diesen Schlüssel finden. Und klärt es erst mit mir ab, bevor ihr im Tempel
räumt und tragt eure Headset zu jeder Zeit. Wir können es uns nicht leisten, jemanden zu verlieren, nur weil er oder sie zu neugierig war. Wir sind jetzt schon unterbesetzt. Ja, das war Wemeis. Also ihr seht ja hier die Namen. Das war Rebecca Crane war das erste und Sean Hastings und jetzt ist William Miles gewesen. Und das nächste war einen Tag später. Also ihr seht, wir haben ja schon einige Mails bekommen. Wir haben einen Besucher hier unten, es ist Juno. Sie erscheint nun ab und zu, das haben wir auch schon bemerkt in einer Folge. Huscht irgendwie durch die Luft, ermahnt uns, dich zu beschützen, den Schlüssel zu finden, bla bla. Und dann paff, ist sie wieder weg. Erst dachten wir, es wäre nur eine von den holographischen Aufzeichnungen, aber dann hat dein Vater ihr ein paar eigenartige Worte zugeworfen und sie starrte ihn zornig an. Echt wahr? Drehte ihren Augen in seine Richtung und blickte finster. Hat mir richtig Angst gemacht. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht aus der Vergangenheit zu uns Kontakt aufnehmen will, ob ein Teil von ihr nicht sogar irgendwie bei Bewusstsein ist oder ob sie in einen der Edenäpfel steckt wie ein Flaschengeist. Was es auch ist, es läuft mir eiskalt den Rücken runter und dabei fällt mir ein Happy Halloween. Ach, das war der 31.10. Ja genau, Happy Halloween. Cool, ja stimmt. Das war von Sean Hastings. Gut, was haben wir noch? Einen Tag später von Sean Hastings wieder. Betreff Hathams Amulett, obwohl Hastings Amulett technisch gesehen vermutlich ein Edensplitter ist, ist es nicht sonderlich aufregend. Es ist nicht mehr als eine Art Schlüssel. Ich weiß. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass diese Dinger unglaubliche Kräfte haben und daher sehr gefährlich sein können. Aber hier nichts von alledem. Ich bin fast enttäuscht. Komisch, oder? Nichtsdestotrotz ist es wichtig für unsere Mission. Und naja, das sollte ja auch etwas zählen. So, und dann haben wir Sean Hastings wieder. Ja, wieder ein Text. Ein sehr langer Text sogar. Herrgott, nochmal Rebecca mit den ganzen angeblichen Patches und Updates und Verbesserungen, die du in den letzten Softwareversionen eingebaut hast, sollte man meinen, du besäßt den Anstand, vielleicht ein Wörterbuch für britischen Englisch in die Rechtschreibprüfung einzubauen. Manch einer hier bevorzugt es, bei der Korrespondenz eine ordentliche Sprache zu verwenden. Die Datenbank versucht ständig bei einigen Wörtern den Buchstaben S durch Z zu ersetzen und dem Buchstaben U wurde ebenfalls der Krieg erklärt. So kann ich nicht arbeiten. Wenn du mich fragst, das ist schon alles sehr ethnozentrisch. Wow. Und auch gegen die Prinzipien der Assassinenbruderschaft, soweit ich weiß. Und ich dachte gerade, wir schließen niemanden aus. So, zwei Tage später, oh ja, jetzt wird's weniger. Zur Info, E-Mail-Kettenantworten benötigen jetzt nicht mehr dutzende Male. Das Kürzel RE, das sollten die Betreffzahl wieder überschaubar machen. Aha. Ja, schön. Was gibt's hier zur Info? E-Mail-Kettenantworten benötigen jetzt nicht mehr. Okay, und du bist dir sicher? Siehe oben? Haha, sehr lustig, Sean. Konzentration bitte. Also es ist ja im Team doch ein bisschen witzig. Ja, dann haben wir noch von Rebecca Crane mit dem Betreff soweit so gut. Hey Desmond, wie du am Datum dieser Mail erkennen kannst, bist du jetzt schon ein paar Tage im Animus. Aber keine Sorge, ich behalte deine Lebensfunktion im Auge, das ist sehr schön. Keinerlei Veränderung, sieht also aus, als wären die langen Session kein Problem. Was auch immer zwischen dir und 16 passiert ist, es hat irgendwie deine Toleranz erhöht. Der Animus hält dich in einen Ruhezustand, mit Ermüdungserscheinungen ist also nicht zu rechnen und deine Erinnerungen scheinen lebhaft genug zu sein, um sogar Mikrobewegungen in deinen Muskeln auszulösen. Das heißt, keine Probleme mit Muskelschwund. Wir werden dich dennoch für kleinere Pausen herausholen, um sicher zu gehen. Ja. Da kommt bestimmt der Sicker-Effekt irgendwann mal am Tage. Hier gibt's von Rebecca Crane noch eine Mail, aber wieder zwei Tage später, 7.11.12. Sean geht mir richtig auf die Nerven. Man sollte meinen, mit allem, was hier los ist, hört er vielleicht mal auf, so ein Idiot zu sein. Vielleicht findet er sich lustig oder es ist Teil seines bissigen englischen Charmes oder es ist seine Art, mit dem Stress umzugehen. Egal, was es reicht langsam. Wir haben schon genug Sorgen, du weißt schon, das Ende der Welt und so. Er sollte endlich mal etwas Zurückhaltung zeigen oder Reife oder irgendetwas. Tut mir leid. Meine Nörgeleien brauchst du sicher auch nicht.
Du hast ja genug um die Ohren. Erzähl ihm bitte nichts davon. Bitte. Einen Tag später von William Miles. Falls du es nicht bemerkt haben solltest, wir sitzen knietief in der Scheiße. Mir ist klar, dass dir das alles nicht allzu viel Spaß macht. Das macht keinem Spaß. Streit anzufangen hilft uns aber auch nicht weiter. Also schlage ich vor, du hältst dich an die Mission. Je eher wir durch diese Tür sind, desto früher können wir zu unserem eigenen Leben zurückkehren. Oder in deinem Fall dem Fehlen eines solchen. Dad. Ja, 9.11. Wir sind bestimmt bald durch. Wir haben es gleich geschafft. Von Sean Hastings. Williams ist nicht der geborene Diplomat, das gebe ich gerne zu, aber er sorgt sich sehr um dich. Als du während der ganzen Geschichte mit 16 weggetreten warst, ist er nie von deiner Seite gewichen. Hat sogar nachts immer im gleichen Raum geschlafen wie du. Jedenfalls, ich will mich nicht einmischen. Ich wollte nur nicht, dass du noch länger sauer auf ihn bist. Nicht zu sauer auf jeden Fall. Der Mann meint es gut, auch wenn er eine komische Art hat, es zu zeigen. Ja, ich glaube, das war nach diesem Schlag, den er uns gegeben hat, also Desmond. Sean Hastings, neue Datenbank-Einträge. Nur schnell zur Info, ich habe ein paar neue Einträge reingeladen, die sich alle mit den beschäftigen, um sicherzugehen, dass alles so stimmt, habe ich mich an einen Freund von draußen gewandt. Keine Sorge, er glaubt, es ist für eine Präsentation, also keine Gefahr, dass man uns aufspürt. In der Datenbank findest du also einen neuen Abschnitt mit dem Namen welche Überraschung. Darin findest du Infos zu deren politischen und sozialen Strukturen sowie ein paar Bemerkungen zu ihrer materialischen Seite. Was ist das für ein Wort? 11.11. Wow. Also ist echt viel. Wir haben wirklich viele E-Mails hier liegen lassen, aber das war jetzt für mich auf jeden Fall ein Bedürfnis, die hier nochmal durchzulesen. Connors Innensplitter von Sean Hastings. Interessant. Die Kugel, die Connor während seiner Geistreise benutzt hat, ist ganz sicher von der ersten Zivilisation. Sie scheint eine Art Zeitberechner zu sein. Im Prinzip ist es eine Kristallkugel, aber eine, die wirklich funktioniert. Das kann kein Zufall sein. Was uns zur Frage bringt, gibt es noch mehr da draußen? So, und dann haben wir ja irgendeine Mail erhalten. Ihr seht es ja, keine Ahnung, was das hier sein soll. Es funktioniert, ich sollte nicht so überrascht sein. Elektrische Impulse bewegen sich von einem Pfad auf einen anderen. Du nennst sie Netzwerke. Unser Wort dafür war eher sowas wie Straße. Es ist immer noch schwer, einen Gedanken von einem Medium auf ein anderes zu übertragen. Und doch, es geht. Okay, das ist jetzt sehr komisch. Ja, nächste Mail. Yay. Von Sean Hastings, Hathams Klingen. Ich habe mal bezüglich Hathams Klingen etwa nachgegraben, bin noch nicht 100%ig sicher, woher sie stammen. Mein erster Instinkt sagte mir, er begann als Assassine. Sein Vater war einer, denke ich. Doch wie es scheint, war er ein Templer und das schon sehr früh. Vielleicht hat er sie ja jemanden abgenommen. Das ist schon ein paar Mal geschehen. Immerhin sind sie sehr praktisch. Es überrascht mich, dass nicht noch mehr Templer Gebrauch von diesen Waffen machen. Ist nicht schwer, sie anzufertigen, wenn man weiß, was man tut. Dann kommt ja nochmal so eine Nachricht mit Nullen und Einsen, Verbesserungen. Ich habe einen Weg gefunden, die Impulse besser zu steuern, einen Gedanken zu formulieren und ihn zu senden, ihm eine Struktur zu geben, eine Ordnung, ihr fürchtet, Ordnung, dein Volk, die sanfte Hand führt die Herde, es ist ein Zeichen von Güte, nicht Grausamkeit, ob du das je verstehen wirst, deine Feinde tun es bereits, aber sie sind dennoch gleicher Ursprungs, ihr Konzept ist fehlerhaft, sie sind nicht würdig, ihr seid alle nicht würdig, unsere Gabe zu empfangen. Ohne Punkt und Komma. Und jetzt haben wir nur noch 3 Mails. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Aber das müssen wir alles durchlesen. Sean Hastings hat er uns am 14.11.12 geschrieben. Sieht aus, als hätte Juno einen Narren an dir gefressen, aber lass lieber die Finger von ihr. Für so eine Art Ausflug bleibt uns keine Zeit. Dürfte außerdem eher ein Höllenritt werden, so wie diese ganze Sache übrigens. Diese letzte Tür, Erlösung oder was verspricht sie? Aber für wen? Für uns? Wer weiß, wir sitzen hier, arbeiten uns in den Allerwertesten ab, für ein Ziel, über das wir praktisch nichts wissen. Aber es ist unsere einzige Chance, also hätten wir das auch geklärt. Vorletzte Mail,
Sean Hastings, lass ihn in Ruhe. Mhm. Lol, jemand mag mich nicht. Du sollst dich nicht in Dinge einmischen, die dich nichts angehen. Okay. Ja, und dann die letzte Mail, Sean Hastings. Am 14.11.12, also das sind die neuesten Mails, in Anführungsstriche, all diese Besuche von Juno und E-Mails scheinbar auch, haben mich auf den Gedanken gebracht. Was ist mit Tinia und Minerva passiert? Sie sind doch die, die uns dieser kleinen Apokalypse eingeladen haben und jetzt haben sie sich verdrückt. Schon ungünstig und verdammt unhöflich. Ich werde da später mal etwas herumstochern. Vielleicht lässt sich an irgendwelchen Spuren erkennen, was mit denen passiert ist. So, wir haben alle Mails durchgelesen. Wow, war ja wirklich viel. Ihr seht manchmal auch während des Spiels, dass wir immer wieder Mails bekommen. Wir versuchen mal hier rauszugehen. Mal gucken, was dann kommt. Ich glaube, das geht einfach nicht. Nee, oder? Nee. Das haben die extra so gebaut. Aber es macht ja nichts. Wir wollen ja hier ein bisschen mal gucken. Wir sind ja hier die ganze Zeit mit Connor unterwegs. Da ist es natürlich auch sinnvoll, dass wir jetzt mal ein bisschen was anderes erleben. Wir reden mal mit ihr. Ich weiß, ihr haltet mich für bescheuert. Aber ich habe den Eindruck, dass uns jemand beobachtet. Wir werden beobachtet. Von Juno. Oder einer Form von ihr. Glaubst du, es sind Aufnahmen? Oder ist es ein Geist? Oder irgendetwas anderes? Spricht sie mit uns, wie Minerva mit Ezio sprach? Keine Ahnung. Wer weiß, woran die hier unten nachgearbeitet haben. Es gibt so viele Räume, die wir noch nicht betreten können. Aber glaubst du, sie ist wirklich da unten? Und wartet, irgendwo, lebendig? Noch am Leben? Das ist lächerlich. Das hieße ja, sie wäre mindestens 75.000, 80.000 Jahre alt. Die waren mächtig, klar, aber nicht so mächtig. Sie suchten hier nach Wegen, um zu überleben. Vielleicht hatten sie Erfolg. War es komisch, Cross zu sehen? Was meinst du? Für dich ist es anders. Du weißt wahrscheinlich nicht, was geschehen ist. Er war sehr lange Zeit sehr wichtig für uns. Er war eine andere Person. Sean sagte, er war ein Doppelagent, wie Lucy. Es war anders. Sie hatte die Wahl. Aber Cross, wenn du die Akte liest, Abstergo hat... Sie haben ihm schreckliche Dinge angetan. Rebecca? Du hast Glück. Wie wir alle. Es gibt Menschen, die sich um uns kümmern. Die auf uns achten. Er war ganz allein. Und die, denen er vertraute, haben ihn benutzt. Hast du ihn gekannt? Nein, ich... kannte nur Hannah. Wer ist das? Sie wollte ihm helfen. Sie traute ihm. Doch letztes Jahr gab es einen Überfall. Sie blieb zurück, während die anderen flohen. Sie wollte mit ihm reden, versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Was ist passiert? Was glaubst du, was passiert ist? Sie ist tot, er hat sie getötet. Das ist alles, was er kann. Manchmal scheint es, als sei es das Einzige, was wir alle können. Rebecca... Ich wäre im Moment lieber allein. Ja, sie hat nichts mehr zu sagen. Ja, wir können ja wieder interagieren, aber wir haben ja hier alle Mails durchgearbeitet. Nochmal reingucken, ob das so stimmt. Ja, nichts mehr hinzugekommen. Wir gehen weg. Ja, ich weiß nicht, was man hier noch machen kann. Wir gehen einfach mal quatschen. Sohn? Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Du musst verstehen, dass ich sowas nie gut konnte. Und vergiss nicht, wir führen ein außergewöhnliches Leben. Ich mochte mein gewöhnliches Leben. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen, Desmond. Hab ich gemerkt. Hör zu. Es ist dumm, uns immer so im Kreis zu drehen. Ich gebe zu, ich habe bei deiner Erziehung versagt. Entschuldigung, tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht böse gemeint war. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Ich war zu sehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Frieden?
kann nicht glauben, dass ich erst jetzt danach frage, aber wie geht's Mom? Ist sie... Nein, 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 deiner Mutter geht es gut. Wir dachten, es wäre sicherer, uns für diesen Job zu trennen. Du gehst immer vom Schlimmsten aus. Aus gutem Grund. Kann ich ihr wenigstens Hallo sagen? Tut mir leid, zu riskant. Vielleicht, wenn wir fertig sind. Gut. Wenn wir fertig sind. Also hier kann man wirklich mit den Leuten richtig viel quatschen. Aber ich weiß gar nicht. Ja, noch weiter? Haben wir je versucht, Frieden mit den Templern zu schließen? In unserer Geschichte gab es solche Momente. Einige sogar. Aber es ist unmöglich. Es gibt existenzielle Unterschiede. Unüberwindbare. Gäbe es eine Einigung, wäre es weniger ein Frieden als eine Unterwerfung. Aber im Wissen, was passieren wird, würde es nicht Sinn machen, mit Widdig zu reden? Eine Übereinkunft, auch wenn sie nur vorübergehend wäre? Wir wären so beschäftigt, uns zu belauern, dass wir nichts erreichen würden. Stell dir das vor. Im Krieg sind wir produktiver. Haben wir je versucht, jemand einzuschlossen? Dasselbe, was sie bei uns mit Lucy machten? Oder mit Cross? Haben wir. Und das klappte nie. Wir schickten Leute, die entweder zu schwach waren und umgedreht wurden, oder zu stark und das Spiel nicht durchhielten. Es kommt mir vor, als würden wir dasselbe wollen. Wir benutzen dieselben Worte, aber mehr ist es auch nicht. Am Ende geht es immer um die Freiheit. Wir suchen sie, die hassen sie. Und so kann der Kampf niemals enden. Nicht bis eine Seite komplett verschwunden ist. Ist das überhaupt möglich? Wahrscheinlich nicht. Unsere Gruppen bestehen in der einen oder anderen Form seit... Naja, seit immer. Aber es kann besser werden als jetzt. Und das ist schon mal was. Hast du mich gesucht, Dad? Als ich fortlief? Jeden Tag. Ach komm. Nein, im Ernst. Jede Nacht suchte ich nach deinem Namen oder Variationen davon. Hoffte, du tauchst auf. Abstergo fand dich nur zuerst, weil sie bessere Verbindungen haben. Ein paar Tage mehr und ich wäre es gewesen. Tja, jetzt bin ich hier. Das freut mich. Glaubst du, Lucy hat bereut, was sie getan hat? Ich dachte immer, ich kenne sie gut, aber das war wohl nicht der Fall. Ich kann dir einfach nicht ehrlich antworten. Aber sie schien so aufrichtig. Als ob sie wirklich einen Unterschied machen wollte. Ja, als ich ihn das erste Mal traf, dachte ich dasselbe von Cross. Es passiert einfach immer und immer wieder. Was passiert? Na, alles. Dreh mir jetzt bloß nicht durch, Desmond. Nein, schon gut. Schon gut. Keine Sorge. Okay, also du solltest vielleicht zurück in den Animus. Wir müssen den Schlüssel finden. Ja, er will mich wieder weghaben. Wir sollten wohl zu Connor zurück. Er will nicht mehr weiter quatschen, aber wir geben noch nicht auf. Wir haben ja noch eine dritte Person hier. Und den versuchen wir auch noch ein bisschen was zu entlocken. Desmond, da bist du ja. Tust du mir einen Gefallen? Vielleicht. Wenn das vorbei ist, würde ich gern das Rad im Animus zurückdrehen. Also ganz zurückdrehen. Bis zur Zeit der ersten Zivilisation. Und du glaubst, das geht? Es gab auch keine echten Probleme, als du Altair besucht hast. Allerdings waren das nur circa 1000 Jahre. Und ich habe vor, mindestens 70.000 zurückzugehen. Klar, ich wäre dabei. Wäre interessant zu sehen, wie es damals so aussah. Exzellent. Ich glaube, das wäre sehr aufschlussreich. Und so fing also alles an. Was machst du denn da? Ich frische meine Geschichtskenntnisse auf. Naja, so nennen sie es. Die bringen einem komische Sachen bei in den Staaten. Zum Beispiel? Na, all das Gerede über einen Revolutionskrieg. Dabei war es ein Bürgerkrieg. Naja, nicht so ein Bürgerkrieg. Ich meine, es war nicht Amerika gegen England. Es war Brite gegen Brite. Und man kann deutlich erkennen, wie das alles anfing. Ein Krieg verursachte den nächsten. Du meinst den Siebenjährigen Krieg? Genau. Die Krone hatte sich verausgabt, um die Franzosen abzuwehren. Hatte sich enorm verschuldet dabei. Im Glauben, dass die Kolonisten helfen sollten, die Last zu tragen, wurden neue Steuern erhoben. Das war eine vernünftige Forderung. Auch wenn das Parlament dabei nicht sehr diplomatisch vorging. Es ist doch nicht fair, Menschen für einen Krieg zu besteuern, den sie nicht wollten. Was? Den sie nicht wollten?
Hast du George Washington nicht bei Edward Braddock bemerkt? Er steckte da doch mittendrin. Also hier gibt die Krone wer weiß wie viel Geld aus, um das Land für die Kolonisten zu schützen. Und wenn sie dann selbst um Hilfe bittet? Also, du musst das so sehen. King George und die Kolonisten gehen zusammen essen, klar? Und als die Rechnung kommt, bittet George sie, sich zu beteiligen. Ist ja fair. Aber bedenke, dass sie ihr Essen jahrzehntelang gratis bekamen. Die Kolonisten sagen nein. Sie bestehen darauf, dass sie nur Wasser und einen kleinen Salat hatten. Dabei ist der Tisch voll mit halb gegessenem und leeren Weinflaschen. Und als der König darauf hinweist, was tun sie da, die Kolonisten? Oh, sie kippen den Tisch um und stürmen aus dem Restaurant. Wahrscheinlich, um später wiederzukommen und es niederzubrennen. Und wo ist der Teil, in dem der König die Kolonisten mit der Waffe bedroht und verlangt, dass sie für alle im Restaurant bezahlen? Klar, klar, ja, interessanter Blickwinkel. Falls er eine Waffe zog, und da bin ich nicht sicher, dann erst nach dem 100. Versuch, sie dazu zu bringen, einen fairen Anteil zu bezahlen. Aber wie definiert man einen fairen Anteil? Mit Krieg offensichtlich. Ich frag mich, wie viele Orte wie diesen es noch gibt. Es gibt Dutzende davon, in der ganzen Welt. Und irgendwie hat vor uns nie jemand einen gefunden? Ich glaube, das stimmt nicht. Ach? Damals bei Abstergo sprach Widdig davon, Entdeckungen von Nicht-Templern zu vertuschen. Und sicher hat Abstergo selbst einige gefunden. Was die alles wissen müssen. Bereust du, dass du bei uns bist? Nein, ich freue mich darauf, den Bastarden in den Arsch zu treten, damit ich in ihr Archiv abtauchen kann. Oh, ich glaube, ich habe eine Spur zu einer anderen Energiequelle gefunden. Später, Desmond. Ich stecke hier mitten in was Wichtigem drin. Also. Ja, das ist eine Regel. Befolge diese Regel einfach immer. Ja, Sean Hastings hat auch nichts mehr für uns zu bequasseln. Ja, wir haben jetzt wirklich sehr viel Text gehört. Hallo, Sean, wir haben zu tun. Und er will auch nicht mehr. Also, ich drück so lange, bis die wirklich gar keinen Bock mehr haben. Wir wollen ja auch irgendwie alles mitkriegen. Wir schauen uns ein bisschen um, was das eigentlich hier für ein Ort ist. Hier ist die Rebecca, die hat noch irgendwas. Ich wäre im Moment lieber allein. Ja. Ich wäre im Moment lieber allein. Also die wiederholt sich, da... Ich wäre im Moment lieber allein. Da kommt nicht irgendwann mal so die Info hier nach dem Motto, ja, du kannst es jetzt, du kannst jetzt nicht mehr draufdrücken. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen oben um. Oh, was ist hier los? Als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfangen. Vier Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. 1000 Jahre der Arbeit wären trotz alledem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut, das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns Neuen zuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. Gut, dass wir hier hochgegangen sind. War ja auch nochmal ganz interessant. Okay, hier kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen klettern. Aber was bringt das jetzt? Auch noch mal. Die Juno. Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren.
Wir könnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zwists zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge. Sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen, dafür mangelte es unserer Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Wir zogen weiter. So, da hinten hockt sie. Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Also hier werden Türen aufgemacht. Ja, wir haben das Artefakt hier anscheinend eingesetzt. Musste man anscheinend auch. Ich wusste es auch noch nicht. Die haben von uns irgendwas erzählt, ja, mit den Artefakten. Aber dass das jetzt doch so relevant ist, ja. Gut. Nicht, dass wir hier runterstürzen. In den endlosen Schlund. Also hier hinten ging irgendwas auf. Ich glaube diese Tür hier, ne? Was ist ein Fakt? Steht er fest? Unabänderlich? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung? Oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort und dachten, sie können es sein. Sie wurden genutzt, um zu befehlen, zu kontrollieren, zu besetzen. Aber wir fanden bald einen weiteren Nutzen. Waren es erst genug Hörige, die alle glaubten, nahmen ihre Gedanken Form an. Fantasie wurde zu Wirklichkeit. Wenn 100 eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden 1000 vermögen? 10.000? Mehr? Könnten wir die Übereinkunft ändern und die Bedrohung wegdenken? Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte Einsatz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten. Jedoch kam es nicht dazu. Wir starteten ein Dutzend von ihnen, aber wir konnten sie nicht kontrollieren, den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer. Das ist ja heute eine Märchenstunde, ja? Wir gehen einfach mal weiter hoch, vielleicht kommt noch ein Märchen. So. Oder vielleicht war es das jetzt erstmal. Wir müssen vielleicht auch mal weiterspielen. Mit Connor. Und bis jetzt kann ich noch laufen und da geht es auch weiter. Unser erster Impuls war es, zurückzureisen. Die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts.
Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften, sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Ich bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären, einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschehe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart. Ich sah seine Aktivierung und dann... das Scheitern. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Luno. Wir müssen vorsichtig sein. Oh ja, jetzt fällt mir gerade ein, er spricht ja die ganze Zeit von Lucy. Es war ja tatsächlich so in den älteren Teilen, also in der Ezio-Saga, dass er ja jemanden umgebracht hat. Ich muss nochmal die alten Teile spielen irgendwann. Falls ihr das gerne wollt oder falls ihr das unbedingt sehen wollt, dass ich hier die alten Teile noch spiele, dann gerne einen Kommentar machen. Das ist auf jeden Fall ein Signal für mich. Like würde ich hier jetzt nicht empfehlen, weil Like ist natürlich dafür da, zu signalisieren, dass euch das Video hier gefällt. Und das würde zu Missverständnissen kommen. Also gerne hier Kommentare schreiben. Ob ihr darauf Bock hättet, nochmal so die alten Teile anzuspielen. Dann versuche ich das irgendwann mal einzutakten. Also hier bin ich jetzt hier lang rumgegangen. Ich habe gerade festgestellt... oh, scheiße. Das war irgendwie doof. Also wir müssen da irgendwie hinter, glaube ich, ne? Sie ist da ja dort. Sie ist dort und ich glaube, wir müssen da nochmal mit ihr quatschen. Aber wie kommt man jetzt da hin? Das ist ja jetzt die Frage, die wir uns stellen müssen. Hier geht's nicht hoch. Das ist einfach nur so. Ein Problem. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Irgendwie ist das aber auch nicht, glaube ich, richtig. Wo sind wir? Ist alles so suppig und so neblig. Schwierig hier rauszufinden, ob wir hier richtig sind. Ich glaube, wir sind aber richtig. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind zumindest bei Juno da hingekommen, aber es ist irgendwie... kommt hier kein Video. Das ist sehr schade. Vielleicht müssen wir auch noch weiterspielen, wer weiß. Also hier kann ich ja auch nichts machen. Ach hier, ja, hier muss
als nächstes das nächste Ding rein. Aber wir haben ja leider das nicht. Aha, okay. Also später. Wir müssen später hier hochgehen. Das sieht ganz danach aus. Und da wieder... Also wir wissen jetzt ungefähr, wie wir da wieder hochkommen. Ja, wir gehen wieder also in den Animus zurück und spielen weiter mit Connor. Viel Glück, Desmond. Ja, dies sind schwierige Zeiten. Die ohnehin brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Und hinter beiden Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle. Doch wie wollen sie das erreichen? Wer unterstützt sie? Und welche Intrigen wurden bereits gesponnen? All dies muss ich herausfinden. Denn nur wenn ich meinen Feind kenne, kann ich hoffen, ihn aufzuhalten. Ja, Davenport. Davenport. Siedlung 1773. Connor! Und er ist schon wesentlich älter geworden, Moment? Connor. Natürlich. Eieiei. Was ist das? Ein Zhengbao oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Eins der vielen Designs, die Shao Yun uns gab. Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten.